Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Robert Bunsen, der Brenner und die Spektralanalyse. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, uns Deutschen mangelt es heute an Selbstbewusstsein und positivem Selbstwert. Ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen, die wenig bekannt ist und heute wenig gepflegt wird. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Herausragend begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben unglaublich viel zum Weltkulturerbe beigetragen und allen geholfen. Ich habe einige vorbildhafte Persönlichkeiten herausgegriffen aus den Naturwissenschaften und der Technik in alphabetischer Reihenfolge. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Wissen über Naturwissenschaften und Technik will ich ein wenig näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht und zur Dokumentation. Ich habe 63 Persönlichkeiten ausgewählt in alphabetischer Reihenfolge von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Robert Bunsen, der Brenner und die Spektralanalyse. Zunächst zur Biografie. Robert Wilhelm Bunsen wurde am 30. März 1811 in Göttingen als jüngster von vier Söhnen des Literaturprofessors Christian Bunsen geboren und seiner Ehefrau Auguste Friederike Bunsen geborene Quensel. Nach der Schulzeit in Göttingen und dem Abitur in Holzminden studierte er Naturwissenschaften, besonders Chemie und Mathematik, an der Universität Göttingen bis zur Promotion 1830. 1832 bis 1833 reiste er zur Weiterbildung durch das westliche Europa und habilitierte sich 1834 in Göttingen. So schnell ging das damals noch. 1836 wurde er Nachfolger von Friedrich Wöhler, siehe dort, am Polytechnikum in Kassel. Bei einer heftigen Explosion erblindete hier sein rechtes Auge. Von 1839 bis 1850 arbeitete er als Professor für Chemie an der Universität Marburg und entwickelte 1841 eine erste salpetersäurehaltige Zink-Kohle-Batterie, die schnell Verbreitung fand, das sogenannte Bunsen-Element. Weiteres zur Biografie von Robert Bunsen. 1845 brach der Vulkan Hekla auf Island aus und Bunsen wurde Teil einer Expedition, bei der Gas- und Gesteinsproben untersucht wurden. Nach einem kurzen Aufenthalt in Breslau 1850 übernahm er 1852 den Lehrstuhl in Heidelberg bis zu seinem Berufsende mit 78 Jahren. Hier arbeitete er 7 Jahre mit Sir Henry Roscoe zusammen, einem bekannten englischen Chemiker. Sein Labor galt als das modernste chemische Labor Deutschlands. Er beschäftigte bis zu 8 weitere Dozenten und bot zahlreiche Lehrveranstaltungen an. Die Studenten kamen sogar aus Übersee. Ab 1859 arbeitete er über die Spektralanalyse eng zusammen mit Gustav Robert Kirchhoff, siehe dort. Im hohen Alter widmete er sich der Geologie. Er starb 1899 im Alter von 88 Jahren in Heidelberg und wurde dort beigesetzt. Zum Werk von Robert Bunsen und seiner Wirkung. Zu seinen vielen und weithin anerkannten chemischen Arbeiten gehörten Untersuchungen über Cyanide, Arsenverbindungen und zur Vulkanchemie auf Island. In Kassel arbeitete er an dem bisher ineffizienten Hochofenprozess für die Stahlerzeugung. Das war für die Industrie wichtig. In Deutschland und England führte er Verbesserungen an der Feuerungssteuerung durch. Er entwickelte den Bunsenbrenner, der mit Stadtgas und einer variierbaren Zumischung von Sauerstoff betrieben wurde und damit hohe Temperaturen erreichte. Dieser Brenner trat einen Siegeszug in jedes chemische Labor der Welt an.
Durch die Variation der Sauerstoffkonzentrationen entwickelte die Brennerflamme ganz verschiedene Flammenformen und in dieser auch unterschiedliche Bereiche der Temperatur. Mit dem Bunsenelement hier im Bild entwickelte er eine preisgünstige Stromquelle. Es handelte sich um eine frühe Batterie mit 2 Volt Spannung, die sich zwar nicht durchsetzte, weil sie zu Korrosion und sogar zu Dämpfen neigte, immerhin erstrahlte mit ihr zum ersten Mal zum Beispiel die Pariser Oper 1846 im elektrischen Licht. Und bis zum Elektrodynamo von Siemens, siehe dort, bis etwa 1880 war sie verbreitet. Sein Lehrbuch 1857, Gasometrische Methoden, wurde zum Standardwerk der Chemie. Weiter zum Werk von Robert Bunsen und seiner Wirkung. Bedeutsam waren die Arbeiten von ihm und Kirchhoff zur Untersuchung der chemischen Wirkung des Lichtes. Sie zerlegten das Sonnenlicht mit einem Prisma und studierten die Lichtwirkung auf chemische Reaktionen, auf das Pflanzenwachstum und das Verhalten von Atomen und Molekülen. Sie stützten sich dabei auf Voruntersuchungen zur Spektralanalyse und zum Spektroskop. Ab 1860 verbesserten Bunsen und Gustav Kirchhoff mit ihren Arbeiten die Spektralanalyse wesentlich. Das Prisma zerlegte das einheitliche weiße Licht in ein Spektrum, brachte man nun Salzproben mit ihren Molekülen oder auch reine Elemente mit ihren Atomen in eine Bunsenbrennerflamme. Bei einer Kerze gelang das nämlich nicht. So zeigte das Spektroskop ganz charakteristische Farblinien, sogenannte Emissionsspektren oder auch Absorptionsspektren, hier im Bild dargestellt. Bunsen und Kirchhoff stellten fest, dass jedes chemische Element ein eigenes, ganz charakteristisches Bild an Absorptions- oder Emissionslinien produziert. Sie deuteten die Spektrallinien im Sonnenlicht richtig als Abdruck von Elementen der äußeren Sonnenhülle. Erst später fand man die Erklärung, die Linien kommen durch die Aufnahme oder Abstrahlung von elektronischen Übergängen, früher Quantensprünge genannt, zustande. Abschließend zum Werk von Robert Bunsen und seiner Wirkung. Nunmehr war der Nachweis von Elementen auch in geringen Spuren, in Substanzproben, leicht möglich. Mit dem Spektroskop konnten beide zum Beispiel bei der Analyse des Mineralwassers der neu entdeckten Maxquelle in Bad Dürkheim 1861 neben anderen Elementen auch 2 neue chemische Elemente entdecken, die sie isolierten, und zwar die Alkalimetalle Rubidium und Cäsium. Fraunhofer, siehe dort, hatte zunächst unklare Linien im Spektrum von Sternen entdeckt. Durch die Untersuchungen von Bunsen und Kirchhoff konnte gezeigt werden, dass das ferne Licht der Sterne durch ihre Atmosphärenhülle dringt und dabei die Elemente ihrer Atmosphäre oder auch die Elemente von danach noch durchstrahlten interstellaren Wolken durch Absorptionsspektren aufgeschlüsselt werden können. Hier im Bild dargestellt. Zum Abschluss dieses Kapitels sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auf die übrigen Kapitel. Das bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Selbstbewusstsein stärken. Denn es waren deutsche Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.